Ja, Mutzi, erstmal dir ein frohes neues Jahr, euch natürlich auch noch ein frohes, gesundes neues Jahr. Neujahrs-Mutzi-Talk, der erste für dieses Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und hast einen guten Start gehabt. Was sind denn so deine persönlichen Ziele für dieses Jahr? Ja, erstmal von mir auch frohes Neues an alle. Auf ein gesundes 2021. Meine persönlichen Ziele sind leicht formuliert. Ich möchte dieses Jahr gerne den Fußballlehrer machen. Das ist mein persönliches Ziel. Inwieweit das möglich ist, das muss man dann erstmal abwarten. Aber das ist mein Ziel, ja. Ja, das klingt doch sehr gut und ambitioniert. Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und sind uns sicher, dass du das auch schaffen wirst. Ja. Und jetzt zurück zur Mannschaft. Wie sind da die Ziele? Was könnt ihr machen? Was willst du mit der Mannschaft erreichen? Ja, davon mal abgesehen, dass wir ganz klar jetzt auch diesen Aufstieg wollen, dass wir uns in Position gebracht haben, dass wir bis zum Abbruch eine gute Saison gespielt haben, eine starke Saison gespielt haben, ist es auch klar, dass wir die Spieler immer noch besser machen wollen. Das ist immer eine Floskel, aber wir arbeiten wirklich so, dass wir versuchen, dann eben halt auch die Jungs zu motivieren, halt auch den nächsten Step zu machen. Das ist das Ziel für 21, definitiv. Ja. Ja, es klingt nach einem sehr guten Ziel. Wir hoffen, dass es dann halt bald wieder losgeht und wir uns auch alle bald wiedersehen. Hoffentlich.